Viele Menschen fragen sich, ob so etwas wie eine Seele überhaupt existiert und diese irgendwie im Körper gespeichert ist und dann beim Tod aus dem Körper tritt. Der Wissenschaftler Dr. McDougall behauptet, die Seele existiert und hat sogar einen richtigen materiellen Einfluss auf den Körper. Um das zu beweisen, führte er 1901 ein schockierendes Experiment durch. Er hatte sich 6 Sterben der Patienten ausgesucht und diese so genau es damals noch ging gewogen. 5 Männer und eine Frau. Genau zum Sterbezeitpunkt wurde gewogen. Sprich, der letzte Atemzug wurde dokumentiert und das Gewicht eine Sekunde nach dem Versterben sofort dokumentiert. Das ganze Experiment wurde von 4 weiteren Ärzten begleitet, um 5 verschiedene Berechnungen zu haben. Erst wenn alle 5 ident wären, würde er es als richtig anerkennen. Als er den ersten Patienten gewogen hat, ist etwas Unfassbares passiert. Genau nach seinem Ableben wog er plötzlich exakt 21 Gramm weniger, die nicht erklärt werden konnten. In der New York Times am 11. März 1907 hielt der Doktor seine Erkenntnis mit folgendem Zitat fest. Genau als der Patient verstarb, sank das Gewicht auf unerklärliche Weise um exakt 21 Gramm. Wir konnten es sogar beobachten. Wir haben sofort alle menschlichen Körperverluste abgerechnet, wie zum Beispiel die Luft, die beim Tod aus der Lunge entweicht, oder Körperflüssigkeiten. Doch 21 Gramm verschwanden ohne jeglichen Grund. Dies muss der Beweis für eine Seele sein. Die 5 Ärzte kamen alle zu demselben Ergebnis. Allerdings nicht jeder Patient verlor exakt 21 Gramm. Doch die meisten verloren ein Gewicht in diesem Bereich, zwar von etwa 12 bis 30 Gramm, die nicht erklärt werden konnten. Es gab noch einen weiteren seltsamen Fall eines Patienten. Dieser wog direkt nach dem Tod genau gleich viel, doch eine Minute später verlor er ebenso 21 Gramm. Der Arzt meinte dazu Folgendes. Ich bin mir sicher, dass in diesem Fall der Mann versucht hatte, in seinem Körper zu bleiben, da er weiterleben wollte, bis er nach einer Minute aufgegeben hatte, da er die Seele nicht mehr mit dem Körper verbinden konnte und dann entwichen ist. Mir fällt keine andere plausible Erklärung dazu ein. Er wiederholte das Experiment mit Hunden, die verstarben. Diese hatten allerdings gar keinen Gewichtsverlust. In einem Experiment 1917, bei dem sterbende Mäuse gewogen wurden, hatten die ebenso keinen Gewichtsverlust. Die Forscher gehen davon aus, dass nur Menschen eine Seele besitzen. In der heutigen Wissenschaft wird das Experiment verspottet. Es sei viel zu ungenau, doch es gibt einen seltsamen Fakt. Niemand möchte das Experiment heute wiederholen mit dem neuen Wissen und der besseren Messtechniken von Gewicht. Woran das wohl liegt? Übrigens gibt es auch einen Film zu dieser Thematik, dieser nennt sich auch 21 Gramm. Was haltet ihr davon? Wiegt eure Seele wirklich 21 Gramm? Oder kommt dieser Gewichtsverlust irgendwie anders zustande? Und wenn ja, was könnte der Grund dafür sein? Und warum ist das bei anderen Säugetieren nicht so? All eure Meinungen dazu gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr öfter Videos in so einer Richtung sehen wollt, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen, dann weiß ich gleich Bescheid und außerdem hilft mir das sehr. Ihr könnt auch ebenso gerne das Video mit euren Freunden teilen. Hier könnt ihr noch die Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen, und hier links und rechts kommt ihr noch zu 2 weiteren gruseligen Videos. Und in der Mitte könnt ihr ganz bequem einfach abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.